Ja gut, hat noch drei. Hast du nichts zerlegt? Doch. Nadel und Fadenband 2 oder auch 10 Rohrbomben. Boah, einfache Entscheidung, wa? Ja. Ich habe gerade noch zwei Dietriche gefunden. Ich habe entweder 7-6er Muni 60 Mal oder 7-6er Muni 60 Mal. Beides ist das gleiche, ne? Dann würde ich mal sagen 7-6er Muni 60 Mal. Das dachte ich mir auch. Wenn du Schlösser knacken möchtest, indem du E hältst, die Aktion Schloss knacken wird ausgewählt. Zweimal. Wir haben zwei Dietriche. Für dein. Das kann man auch skillen noch. Dann. Dass man da bessere Chancen hat. Dann tu das. Ja, ich weiß nicht, in welchem Tree das ist, Philipp. Achso. Das müsste bei dem ganz linken, glaube ich, sein, bei Wahrnehmung. Ja, Schlösser knacken. Dann skillt das keiner. Nö. Ich habe einen Kochgrill für uns gefunden. Braucht mir einen? Weiß ich nicht, aber der liegt jetzt Ich erstmal habe da einen drin. zerlegt. Wer kommt jetzt? Chrissy. Du wolltest die Wölfe, ne? Nee. Du wolltest die Wölfe? Ja, weil ich hier auf die Jagd gehe. Okay, dann starke Arme war auch Wenn in deine. der Spiele nichts mehr drin ist, bitte ausschalten. Ja, ist ja cool, ich habe mich reingeguckt. Verbrennen Holz. Du hast gesagt, das Ding läuft 20 Minuten, da habe ich mich jetzt einfach drauf verlassen. Ja, aber wenn da kein Material mehr drin ist, was eingeschmolzen werden kann, dann, ne? Ja. In Essen liegt jetzt mein Fleisch und mein Ei. Kannst dran gehen, wenn du möchtest. Ich hab erstmal, ich würde dir jetzt noch beide Bücher geben. Danke. Bitteschön, und dann werde ich die nächste Quest holen. Mach das. So. Dich behalte ich, dich behalte ich, dich behalte ich. Dich nicht. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg zur nächsten Quest. Immer noch Tag 2. Gucken wir, was wir so hinkriegen. So, Chrissy, guckst du mal bitte bei den Teilen rein. Ich sag dir mal an, was wir brauchen. Bei was für ein Teil? Zu craftende Teile. Ja, was soll ich denn craften? Oder was soll ich nachgucken? Ich hab gesagt, ich sag dir das an und du guckst mal kurz nach. Ich kann auch, kannst du mir einfach sagen, was? Ich kann das hier kurz eingeben und kann das selber nachgucken. Werkbank. Kannst du das nachgucken? Ja, Weißt natürlich kann ich nachgucken. du? Achso, ne, wusste ich ja nicht. Ich dachte, das ist nur, weil, also es dann nur ist, wenn ich das freigeschaltet habe. Nein. Ja gut, dann guck mal nach, ob wir das haben, weil dann würde ich nach der Quest, oder halt, wenn es dann Richtung Abend geht, die Sachen auch anfangen zu craften. Chrissy. Was? Magst du Essen machen? Also kann ich hier noch so ein bisschen mein Inventar sortieren, bitte? Ich glaube, da hat Wann jemand du das Hunger. machst? Hunger macht Ja. ungemütlich. Das ist vollkommen richtig. Sehr hungrig. Aber ist das bei euch so? Also, dass wenn ihr so hungrig seid, dass ihr wirklich so ein bisschen grantig werdet? Also, Ja. das hungrig kann man bei uns ja schlecht sagen, aber so. Wenn du halt so, du möchtest was essen, bist du denn echt so ein bisschen grantig? Ich werde dann nervig. Mehr als sonst? Okay. Ah. Dann geht den Leuten mehr auf den Sack. Kann halt auch nur zwei Eier mit Speck machen, ne? Also ist halt nicht mehr da. Wie sieht's bei dir mit der Nahrung aus? Wie viel brauchst du? Oder wie viel Nahrungspunkte hast du von denen? 100 noch was? Ja, 104? ich habe noch genug. Das ist erstmal kein Problem. Dann würde ich mir die nehmen. Ich nehme nur noch 12. Ich möchte nicht rausfinden, was passiert, wenn ich 0 habe.
Kriegst Damage. Glaube ich, bin bei 50%. Glaube ich auch. So, ich kann. So, wenn ihr jetzt irgendwie Eisen habt, was ihr nicht unbedingt zerlegen müsst. Ja. Also immer nicht zerlegen und so in die Schmiede packen, weil es gibt mehr, als wenn ihr es zerlegt und dann das den Eisenschrott da reinpackt. Ja, gut, das ist jetzt unterwegs echt so eine Sache, ne? Liegen lassen oder zerlegen und mitnehmen. Als nächstes sollte ich, glaube ich, vom Land nehmen, ne? Wegen doppelte Ernte und so ein Krams. Ja, entweder das oder du gehst halt weiter auf Jäger, aber dann musst du halt auch jagen. Ne? Ja, das will ich jetzt ja auf jeden Fall machen. Ich hatte ja jetzt nur mich um die Dings gekümmert. Ich würde jetzt halt jagen gehen, dann mache ich halt das nochmal höher. Ja, meine aktive Zeit kommt ja erst abends. Deswegen werde ich so lange noch die Sachen hier weitermachen. So. Och nö, das gefällt mir. Kann ich nicht, warum nicht? Mir fehlt Stein. Mir gefällt meine aktuelle Quest nicht. Warum nicht? Weil ich von oben in ein Loch reindroppen muss, wo keine Leiter rausführt. Aha! Das würde ich mir überlegen. Mhm. Ah, egal. Ja, dann pack dein Zeug irgendwie woanders hin. Ach, Dobby hat wieder Schuhe gefunden. Siehst du, wir haben ja hier eine Nervengerüge im Wasser. Versenkt! Treffer! Also andersrum, Treffer und dann versenkt. Aber. Ich bin da auf Sortieren geklickt. Ich hatte das doch so schön sortiert in der Essenskiste. Tobi. Nee, nicht auf Sortieren. Ich habe meinen Kram zwar einfach reingeschmissen, ohne hinzugucken, aber ich habe auf Sortieren geklickt. Du warst der Letzte, der dran war. Ja, aber ich habe nicht auf Sortieren geklickt. Also in der Essenskiste. In der Essenskiste habe ich nur Sachen reingepackt. Danach warst du dran und hast Sachen rausgenommen. Du hast ja Ei und Dings rausgeholt. Ja, ich hatte die wieder reingepackt und da war das noch alles normal sortiert. Und als ich eben nochmal kurz reingucken wollte, als du das mit dem Wasser gesagt hast, ich mir so gedacht habe, naja gut, vielleicht musst du noch Gläser mitnehmen, kannst du zwischendurch auffüllen. Da war alles nicht mehr sortiert. Ja, und du warst der Letzte, der reingeguckt hat. Ja, da war es aber schon nicht mehr sortiert. Also ich mach das. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie du dich da verklicken konntest. Ja. Ja. Alles auf andere. Du versuchst die Sachen wegzuschieben. Du warst der Letzte, der da reingeschaut hat. Alter, ich hab das gerade gesehen und hab mir gedacht, was ist Scheiße. Ja, und ich, das Einzige, was ich haben wollte, war Speck mit Eiern und die waren nicht in der Essenskiste. Oh, weil als ich rausgegangen bin das letzte Mal, waren sie noch geordnet. Und danach habe ich nicht mehr reingeguckt. Und erst eben wieder reingeguckt und da war es nicht mehr geordnet. Also muss irgendjemand ja zwischendurch dran gewesen sein. Ja, Christian, es tut mir leid, dass du das gemacht hast, aber du brauchst jetzt auch keinen anderen für beschuldigen. Aber wie gesagt, ich war da nicht dran. Ne? Er geht ja nur. Geht ja nur so. Können ja nur andere falsch liegen. Ja. Hat sich das Ehepärchen denn jetzt beruhigt? Nee. Achso. Oh, eine Polizeistation. Ich glaube, da wird ein Zombie von einem. Jop, da wurde ein Zombie von einem Hund kaputt gemacht. Hat der Hund nicht auch kaputt gemacht? Ich hoffe nicht. Ich meine, ich bin ja jetzt dafür gewappnet. Hm. Ein Stein. Da müsste ich dich. Er lebt noch. Er lebt. Oh, ich Idiot. Ich hab ihn zerlegt, ich hab ihn zerlegt, hab mich fast umgebracht, aber ich hab ihn zerlegt. Geht's dir gut? Ah, ich bin halb tot und hab überall Fleischwunden. Aber ich lebe! Es gibt halt ordentlich Fleisch von dem Vieh, ne? Also, das ja, hat gut. Sich halt auf jeden Fall gelohnt. Dann, würde ich sagen, hast du reiche Beute gemacht. 30 Fleisch. Oh ja, das klingt wirklich gut. Für einen Wolf, ne? Kann man eigentlich. Hier stehen überall diese Figürchen rum. Kann man eigentlich. Ich hab die eben schon von Zombie gehört. Hä?
Ich will Bürchen aufsammeln? Nein. Nein, das sind hier diese Büsten. Achso. Diese, naja, Büsten, wo man ganz schnell mal das R dazwischen hauen kann. Jedenfalls, was ich sagen wollte, war, kann man eigentlich irgendwann noch ein bisschen mehr aus dem Fleisch machen, außer dieses Wildbret? Ja, natürlich. Okay, weil das Wildbret ist ja halt sehr ineffizient. Wie gesagt, danach kommt halt Schmeck mit Eiern und dann wird es halt auch schon wieder, musst du halt ordentlich Punkte investieren, bevor das nächste kommt. Ich habe jetzt meinen brennenden Basie mit Stacheln. Jetzt kriege ich alles in Eisen rein. Er denkt sich erstmal, er gibt sich richtig. Ja. Manche Leute sagen sich so, ne, womit gehe ich zur Schlägerei? Boah, Baseballschläger, andere denn so, ah, das reicht nicht. Ich wickel noch so ein bisschen Stacheldraht rum, damit das richtig Spaß macht. Er sagt sich Und einfach, ich zünd ihn ich an. nehme auch gerne einen Molotow mit, aber da ich nicht so viel schleppen will, packe ich einfach beides zusammen. Ich bin einfach der MacGyver. Hoppala. Bitte nicht hauen. Stop staring, asshole. Ja, ich guck doch schon nicht, Well, alles looky here, boy. We got ourselves a real life sind hier mal ein hero, Stückchen and Wild. now he wants to be paid. Also ich habe eine Isolierungsmod und ich habe 9 mm Munition. Bei 9 mm ist er ziemlich, ziemlich nice. Dann nehme ich die 109 mm. Lohnt sich das noch? 14 Uhr müsste eigentlich nur eine Aufgabe drinne sein. Beseitige Zombies, vergrabene Vorräte. Oh, vergrabene Vorräte dauert immer so lange. Beseitige Ja, nimm die Zombies wird Zombies. Look, anstrengend, aber blockhead, das ist, glaube can't ich, say machbar. I'm not surprised. Vor allem hast du da halt auch ein bisschen Ich mach die Loot. ganze Zeit beseitige Zombies. Ja, ich habe jetzt zweimal abholen gemacht. Das fand ich ein Ja, bisschen. die hatte ich nicht. Einmal säubern. Das ist. Säubern ist doch, glaube ich, beseitige Zombies, ne? Ja. Achso, ich bringe erstmal Zeug. Ich bin gerade ein bisschen überladen. Oh, da Und ich hinten bin ist was. verseucht. Oh, um Gottes Willen, das habe ich nicht gesehen. 8,8, das ist jetzt nicht mal so da so gut, ne? Nee, da brauchst du schon zwei Sachen. Goldrutentee, ne? Nee. Nee, Honig. nee, Honig oder Antibiotika. Haben wir eins davon? Ich glaube nicht. Sag jetzt nicht, das sieht Aber schlecht aus. ich habe die ganzen Tokens mal mitgenommen, die Jetons, die 6.900, die in der Kiste lagen, und vielleicht können wir dir da noch Antibiotika beim Händler kaufen. Warte mal. Vitamine, aber hier ist ein Glas Honig und Steroide. Schmerzmittel? Ja, Steroide bringt dir da nichts. Der Honig bringt dir nur 5%. Nimm den nicht, wenn du nicht weißt, dass wir das ganz wegkriegen. Ansonsten ist er nämlich verschwendet. Wie viel hast du jetzt? 8,2? 8,9 mittlerweile. Ja, ich bin halt hier auch im Wald unterwegs. Also, wenn ich was finde, bringe ich was mit. Ja, Aber Baumstümpfe. ich lasse es dann Also, der erstmal. erste Mal liegen. Ja, Baumstümpfe sind hier halt auch nicht in jeder Ecke, ne? Nö. Oh, hier ist einer. Wow. Tobi, kannst du mal nachgucken? Hast du schon Bogenschießen für Ranger Band 2? Schießen 2. Nö. Dann nehme ich das anstatt der 60 Money. Ja. Ach, das ist doch Eisen gewesen. Na gut, dann lasse ich das da drinne. Ich Geht nehme mein hier. Holz, komm da hin. Nee, komm da hin. Darf ich dein Inventar sehen? Was hast du? Chemikalien. Ha, der hat nicht. Der verkauft nicht mal sowas. Scheiße. Also ich Sag kann mal, hier keine Antibiotika wie? kaufen. Ja, dann laufe ich noch so lange rum, wie ich rumlaufen kann und dann ist gut. Die Hähnchen nie stehen bleiben. Ach, du hast gerade das ganze Geld. Oh Leute, ich könnte ein Fahrrad kaufen. Ja, lohnt sich das? Ich Könnte meine, gut, lohnen. für euch lohnt sich das auf jeden Fall. Ich habe jetzt dreimal Nadel und Ah Faden. nein, warte, warte. Ich kaufe das Rezept für den Penner-Eintopf. Den Weil der ist Kunden. total, der ist richtig gut. Ja, okay. Tobi! Ja. Sprengpfeile. Ja, kann ich machen, wenn ich das Buch habe. Ja, habe ich gerade. Das Buch oder die Pfeile? Ich habe, okay. Tobi, ich habe Bücher für dich, zwei Stück. Der erste, Sprengpfeil. Das Der zweite, zweite. lähmender Schuss.
Lebender Schuss ist scheiße, musst du auf die Füße zielen, da macht Sprengfeuer. Ja, aber Sprengfeuer haben wir jetzt schon, ne? Dann doch lieber lebender Schuss. Nein, ich hab beide. Warte, 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 lebender Schuss habe ich, lebender Schuss habe ich, lebender Schuss habe ich im Inventar. Ja, ich auch. Ich hab die halt gesammelt. Zwischendrin. Ach, ja, ja, ich hab den auch eben gerade gesammelt. Ja, naja, dann kann sich einer von euch das halt auch hinterhauen, ne? Ja, dann mach ich lebender Schuss, wenn du das nicht haben möchtest. Ja, ich werd meine Schotze nehmen. Also dann nice, bin ich ein geiler Sniper. So, dann bringe ich dir die Sprengpfeile, kriegst du noch. Wir haben einmal Wüstenbekleidung. Also Nadel und Faden haben wir noch 3 Stück. Wüstenbekleidung, trotz Hitze und lerne Shorts, Muskelshirts, T-Shirts, Hüte zu fertigen, die dich nicht nur cool aussehen lassen, sondern auch noch kühlen. Schuhwerk, jeder braucht Schuhe. Lerne mit leicht verständlichen Anleitungen vielfältige, gut aussehende Schuhe zu fertigen. Und Winterbekleidung. Flanellhemden, Kapuzen, Sweatshirts und Münzen. War ich der mit Schneidern? Ich glaube, ne? Keine Ahnung, Philipp. Ah, ich hau mir die hinter. Richtig so. So, wer ist bei mir? Chrissy. Ah, ich muss noch die Beseitigung machen. Ja, lohnt sich. Lass mich mal an die erste Kiste ran. Bitte. Ja, ich überlege gerade, ob es sich überhaupt lohnt, bei mir zu essen. Wenn ich eh wahrscheinlich drauf gehe. Macht sich vielleicht einfacher, aber ich riskiere es einfach. Wir werden nichts kriegen, also werde ich jetzt noch durchziehen. Und dann gucke ich mal. Alles, was ich auf dem Weg finde. Tobi, wo bist du gerade? Ja, mitten im Nirgendwo im Wald. Gottes Willen, du bist ja sonst wohin. Ja. Chrissy, ich will noch die eine Quest jetzt schaffen. Ach nee, warte mal, bis 22 Uhr haben wir meistens Zeit, ne? Ja, ja. Dann leg ich das bei Waffen und Munition drin, Tobi. Kannst auch einfach kurz schon mal gucken, ob du die Werkbank nicht anfängst, weil die brauchen ein bisschen. Also du bist hier gerade drinne. Guck doch mal, ob du die craften kannst. Dann crafte die einfach. 18. Das ist richtig, aber wir brauchen noch eine Wrench. Den Hammer. Oh, Stufe 2. Ja, warte. Dann komm kurz nach oben. Ich lass dir meine da. Ich guck nur, ob ich eine Wrench überhaupt machen kann. Nee, ich bin der Meinung, die kannst du halt erst da machen dran. Schraubenschlüssel, ja. Bauplan, Schraubenschlüssel. Die muss ich erst. Philipp, guck hinter dich, hier bitte. Hi, Schraubenschlüssel! Moin. Und, was brauche ich noch? Geschmiedetes Eis, mechanisch. Ja, also mit Honig sieht heute mau aus. Ja, dann nicht. Okay, ich brauche noch Holz. Hat jemand Holz von euch? Geh doch schnell raus und fäll welches. Jetzt habe ich es mir aus dem Ofen geholt. Und gehe nochmal trotzdem raus und fäll welches. Ich bringe nachher 160 bis jetzt mit, wird noch ein bisschen mehr. Ja, alles gut. Ich bin jetzt auf 10,3% und das steigt stetig. Also, ich werde hier in der Nähe einen Baum suchen. Den werde ich jetzt zeigen, wo die Axt hängt. Und zwar jetzt quer in seinem Stamm. Und dann crafte ich aber. Einmal Honig. Also ich glaube, ich brauche jetzt mindestens 3. Ja, du bist über 10, also brauchst du 3. Wie gesagt, wenn ich das finde, das ist nur verliebt, dann wahrscheinlich nicht gekannt zu haben. Mhm. So, ich habe ja schon mal die zweite Stufe in Kochen gerade geskillt. Nice. Das lässt dich was kochen? Ja, das muss ich danach gucken, Tobi. Ich bin jetzt schon wieder draußen unterwegs. Ich habe ja jetzt auch das Rezept für den Penner-Eintopf. Also, ich denke mal, jetzt ist eben vom Lager her echt sinnvoll. Weil ich denke mal, für den Penner-Eintopf brauchen wir auch Gemüse. Ich glaube auch. Ja, naja, dann müssten wir halt zusehen, dass wir Dings craften, ne? Du weißt, was ich meine.
Dafür ist ja. aber eigentlich besser, wenn wir erst Leben vom Land skillen, einfach weil die dann billiger werden. Achso. Ich baue jetzt auch gerade nochmal einen Baumstumpf ab. Drei Minuten braucht die Werkbank. Ja, du, mein Basie hat eben auch 3,30 gebraucht oder so. Ich will trotzdem... Erste Sachen, die noch länger dauern. Okay. Chrissy, kommst du mit beim Beseitigen oder Säubern? Oder? Ich bin gerade schon unterwegs zu meiner eigenen Quest. Na gut. Wenn ich mein Zeug verliere, habe ich ja wahrscheinlich so ein Du bist da gestorben, Marker. Ja. Den hast du. Ich hätte eine Militärbasis gefunden, die könnte interessant sein. Dann wäre das doch was für den nächsten Tag, oder nicht? Ja. Könnte man sich ja dann überlegen. Geh mal kurz rein, aber es sieht mir nicht aus, als wenn wir hier schon gelootet haben. Nö, haben wir nicht. Hier ist ein Zombie, ich gehe wieder raus. Und Tor zu. Perfekt. Sämtliche Verantwortung wurde abgegeben. Ist das jetzt Trinkwasser? Ja. Nice. Ich bin etwas überladen, das ist aber nicht gut, aber da können wir auch nichts dran ändern. Hier war ich doch eben gerade schon. Ja. Das ist ein Gottes, wenn die Dings sind, wo manchmal die Wettergeräusche sind auch mal hier ganz schön laut. Das stimmt wohl. Bleib doch da, wo du bist. Hier habe ich mir zu dem Zombie gerade auch gedacht. Ich suche eigentlich bloß. Oh nee! Oh, absolut nicht. Boah, da gucken mich gleich drei Freunde hier an. Das war dann, nee. Also ich bin ja ein sehr sozialer Mensch und ich umgebe mich gerne mit Leuten, aber das war ein bisschen viel. Da kann ich mal die ganzen Introvertierten auch verstehen. Also das war dann, nein. Das kann schon anstrengend sein, ne? Ja. Meinst du, sonst bin ich ja gar nicht so, aber... Uff. Dann quatschen hier auch noch alle irgendeinen Unsinn, der gar keinen Sinn ergibt. Ja. Ich röchel immer so. Versteh das nicht. Die alle Asthma. Ich bin mir immer nicht sicher, wenn die jetzt was sagen oder verrecken die gerade. Aber irgendwie. Halten sie einen Luft an und gehen weiter. Ja, das, du, solange. Okay, hier ist bei mir gerade die Welt ein bisschen verbuggt. Solange es dir im Schwimmbad nicht so geht, als Bademeister ist alles eigentlich alles in Ordnung, ne? Ja. Ich brauch eine Fackel. Mir ist Gold. Deswegen gehe ich jetzt bahnen. Mach das. Macht Sinn, das wollte ich auch gerade sagen. Konnte ich hier nicht irgendwie Wasser? Achso, haben wir schon. Und ich hab's getrunken. Nice. Nochmal. Wo ist meine Fackel? Wo ist meine Fackel? Da ist meine Fackel. Mir ist wieder warm. Da hatte ich einen kleinen Leck. Ja, ja, den hatte ich gerade auch. Okay, das gut. War so, hey, da ist noch ein Zombie. Den habe ich gerade getötet. Da ist noch ein Zombie. Oh, jetzt ist er tot. Du hast die Quest geschafft. Ha. Oh, Essen. Essen ist sehr gut gerade. Das ist zwar schon mein nächsten Gegner und da, wo ich wahrscheinlich sterben werde, aber... Oh.
Ja, ich weiß, du hast Hunger. Aber du bist doch infiziert. Find dich damit ab. Find dich damit ab. Ja. Infizierte Leute kriegen nichts zu essen. Jo, ich kann Bauplan, Schalter und Technik-Freak Band 3. Ich habe eine Druckplatte. Klingt alles irgendwie mau. Huh, Was macht der ja, das Technikfieber? Druckplatte? Das geht sogar. Das ist sogar irgendwie nützlich. Druckplatte drin. Ich habe jetzt gerade einfach einen Blutdruck aufgehoben. Und ich habe halt auch 25 Fleisch im Inventar. Ja, ich komme jetzt mit meinen 78 nach Hause. Und hier ist noch ein Wildschwein gerade. Ja gut, du bist glaube ich zu weit weg, als dass ich irgendwie zu dir komme und das hole. Ja. Dann habe ich da den Ground. Der spawnt alleine ernten. Jetzt kurz meinen Kram ablegen. Dann bereuen, dass ich immer noch Hunger habe. Ich werde eine Menge essen müssen, um den mal wieder loszuwerden. Ja, nicht andauernd sprinten, das ist auch so eine Dann Sache. kommst du ja nie vorwärts. Oh, da sind ein paar viele von denen. Oh, nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Wenn ich hier nicht andauernd sprinten würde, das würde ja ewig dauern. Jetzt mit Taktik. Nein, das war keine Taktik, das war einfach daneben. Ich sehe, wir haben das Problem mit deiner Krankheit gelöst. Ja. Auf ein neues. Bis 21:30 Uhr habe ich Zeit, oder? Ja. Für Ja. 21:50 Uhr macht er dann irgendwie zu. Ja, das ist ja erstmal egal, aber ich würde jetzt gucken, dass ich noch meine Dings erledigt kriege, eventuell. Falls einer von euch Langeweile hat, kann er ja mitkommen. Ich Ich muss würde meine jetzt. jetzt abgeben und gucken, was er noch hat. Ne, ich werde Ja. erstmal meins wieder zurückholen. Ach, die Quest Ja. ist ja sogar fehlgeschlagen dann, ne? Ja. Ja, dann werde ich erstmal meins zurückholen. Weil da die Workbench drin ist. Und dann gucken, was Kurze er. Frage, da kann sein, man darf sein Gebiet aber verlassen, falls man in der Quest jetzt irgendwie nicht. Nee, er steht drinne bleiben. Oh, ja, gut, das kriege ich trotzdem hin. Wenn Chrissy zur Hilfe vorbeikommt, geht das. Ja, ich will hier bloß kurz abgeben. Ja, mach mal, mach mal. Wenn wir dann zu Hause sind, kümmern wir uns darum, Ich glaube, wie ich habe keine einfach. eine dieser Bärenbars gefunden. Face the Beers, drink for free. Also das Let's Play, wo ich schon mal gesehen habe, wo das Leute gemacht haben, hatte mit drinne, dass da Bären sind und die jetzt nicht so umgänglich sind. Auf jeden Fall einen Ping da lassen, am besten sogar mal nachgucken. Weil es gibt ordentlich Fleisch. Hau aber auch daneben, ey. Ich sehe dich, mein Freund. Da liegt das der erste hinüber. Ist das ein Kopf? Das ist ein Kopf.
Ah, ist die zweite hinüber. Was ist eine Yucca-Pflanze? Die sind gar nicht mal schlecht. Da kannst du diesen. Ich wollte gerade Autorun hier anmachen, aber ich glaube, das gibt's hier nicht. So, Tobi, brauchst du jetzt meine Hilfe oder nicht? Ja, yeah, sonst wird das, glaube ich, nichts rechtzeitig. Yucca-Tee kannst du damit machen. Und der Yucca-Tee ist richtig gut, weil der dich heilt. Ja. Hab ich mich jetzt verlaufen? Also ich würde es mir zutrauen. Ja, habe ich. Was würdest du jetzt stressen machen, Chrissy? Nee, ansonsten wäre ich jetzt noch zu meiner Quest gegangen. Ich hätte da schon mal geguckt mit dem Graben. Aber ich komme jetzt zu dir. Hast du nichts anderes außer Graben mehr gehabt? Ich habe nur noch zwei Quests gehabt und beide waren Graben. Ich habe heute ja auch irgendwie schon 4 oder 5 Quests gemacht. Gottes Willen, ich bin bei... Na gut, 3 habe ich auch schon gemacht. Also die 4. war das eben mindestens. Ich mache jetzt meine 2. Ah! Gottes Willen, wo bin ich hier denn hingerannt eben? Viel ist so viel einfacher, wenn man Leute one-shottet. Ja. Aber ich überlege gerade, dass es eigentlich gar nicht mal so clever ist, die Waffe, mit der ich gerade rumrenne. Weil ich bin jetzt nicht unbedingt auf Stamina geskillt. Ja, das sollte man sich dann eventuell überlegen. Aber ich will jetzt nichts an Waffen nehmen, die... Ah, wie sagt man hier? Schusswaffen. Weil das sind ja im Endeffekt Tech-Waffen, ne? Also für Techniker. Ja, eigentlich schon. Chrissy, hast du hier noch irgendwas gefunden? Ich habe da nur einen Zombie getötet und bin jetzt zum Endloot gerade gegangen. Ah, der Zombie war das letzte, ja. Wo ist der Endloot? Wo bist du? Ach, du bist da hoch. Wie bist du da hochgekommen? Wenn du durchs Bad gehst, ist da hinten eine Truhe. Aber ich loote den, du musst nicht hochkommen. Okay. Dann ich hab nochmal Tagebuch des Siegers Band 5 für dich. War hier mit drinne. Nice. Was macht das? Warte, ich komme erstmal zu dir. Okay. Werkbank steht. Sehr schön, Philipp. Hirsche, Überfluss, mehr Schaden an Hirschen. Achso. Und hier, ich drop dir da auch nochmal etwas. Habe ich eben gerade mal beim Händler gekauft. Oh, zu freundlich. Ich hatte vorhin auch schon überlegt, aber das war mir dann irgendwie doch ein bisschen zu... Hey, ich hab nur 6100 Jetons. Ich habe meine halt einfach mit in die Dings gelegt. Ja, und ich habe mir gesagt, ich nehme die immer mit, einfach weil, falls man dann mal was kaufen muss, habe ich die dabei. Ja. Ah, Rechtsklick halten und ziehen. Oh, Molotov-Cocktail, 2 Stück. So, wo ist denn unser Haus? Da ist unser Haus. Okay, wenn man einen Stapel aufsplittet, sollte man den noch nehmen und dahin packen, wo man ihn haben will. Das macht das Ganze doch irgendwie einfacher. Ja. Gut, da jetzt wahrscheinlich meine Quest nicht mehr drinne ist. Ja! Werde ich jetzt hier noch ein Tresor... Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Ja, dann sag doch vorher Bescheid, dann helfe ich dir. Na, oh komm Gott. Einfach kurz zu mir. Das war wahrscheinlich der männlichste Schrei, den es gab bei mir. Und auch die männlichste Sache, weshalb ich so geschrien habe. Da war eine Spinne. Wow. Ich muss kurz mal pausieren und ein Tuch holen. Ich hab die einfach... Ich bin eigentlich nicht so der Spinnen kaputt macht, aber... ja, da habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt, weil die direkt zwischen meinen Armen gelaufen ist. Jetzt ist sie platt. Tut mir leid, arme Spinne. So. Die wollte kuscheln. Ja, aber die kam halt so aufdringlich. Das war wie bei den Zombies vorhin. So, ne? Also wenn die... Ohne zu fragen. So.
gehst ja auch nicht einfach an den nächstbesten gegenüber, ohne zu daten. So. Du lernst sie erstmal kennen. Ja, eigentlich schon. Okay. Den anfassen, gucken, ob sie, ob sie einem knallt oder sich freut. Okay. Hast du das so nicht gemacht mit deinen Partnerin? Nein. Dachte. Ha. Also, in dem Fall bei dir dann die Damen der Schöpfung. Wer möchte und sich gerne angrabbeln lassen möchte, ich spiele gerne Vermittler. Das wird interessant. Oh ja. Wow, da hat er gewartet, bis ich das letzte Ding mache, damit er den Tresor lernen kann. Ja. Ja. Ich meine, ich kenne die Taktik, nicht, aber. Da war nichts Interessantes drin, da war nur nochmal so ein Nachtpirscher. Was ist das? Brauchst du da, Tobi? Weiß ich nicht. Gleiche Angriffe? Weiß ich nicht, wo ist mein Tee? Ich hatte ja auch irgendwo mal einen Tresor, ich find's aber. Tee. 700 Dingspunkts Meter. Ach, da hinten. Ja, dann lass uns doch meinen auch noch gleich machen. Ja, warte kurz. Oh, das Ding kann ich auch morgen abgeben. Den Nachtpirscher brauche, schaue ich mir heute Abend an. Oder heute Nacht. Also, ich muss nichts zum Reparieren.